Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, machen wir weiter. Eine Sache davor. Genau, hört her. Junge, danke für den Wingman hier. Und zwar, ich habe nochmal weiter gefeilt hier ein bisschen. Und zwar an diesen Gilden-Herausforderungen. Jetzt habe ich so viel gefarmt, was nicht geil war wirklich. Also ich finde, viele dieser Herausforderungen sind einfach kompletter Müll. Wirklich Rotze pur. Man hätte die viel besser anpassen sollen für normalere Dinge, die man eh tut. Oder eher gesagt, mehr im Flow oder passender. Auch mit den Dieben oder so mehr einsetzen. Einfach nur wirklich vielleicht die Zahl erhöhen oder so. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, warum ich unbedingt, keine Ahnung, was war der beste Beispiel hier? 20 Mal von einem Pferd auf den Balken springen muss. Das ist so eine Animation, der muss sich auf den Balken hängen und dann einmal so einen, sozusagen weiter drehen und sich raufsetzen. Das war so kotze, weil du hast so viele Balken, sind so hoch, dass du kommst vom Pferd nicht mal dahin. Dann habe ich einen Balken gefunden, das war auf so einer Mini-Treppe, wo man eigentlich nur hingehen sollte zu Fuß. Und dann muss ich das da die ganze Zeit spammen. Also, das war nur eine der Dinge, wo ich gekotzt habe und über mehrere Stunden zusammenaddiert. Genauso wie hier ein paar noch Dinge. Aber wie ihr seht, überall ist noch ein Ding zu tun. Das lasse ich auch für uns zusammen. Denn danach kommt vielleicht eine Animation oder wenn wir das abholen, mal gucken. Und hier habe ich auch geschafft, sogar die hier vorher zu finden, zu farmen. Denn die waren an einer bestimmten Stelle, die ich gefunden habe. Und durch ein Video auch ein bisschen Unterstützung. Bei denen zum Beispiel, weil die gibt es wirklich nur an einer Stelle, hat er gezeigt. 4 Stück. Da muss man jedes Mal reloaden, hingehen, reloaden, hingehen. Kotze, wirklich. Pure Kotze. Und die kann ich noch nicht machen, weil ich habe noch keine zweite Klinge. Dafür brauche ich ja Leonardo. Wahrscheinlich wieder, so wie im letzten Teil. Irgendwie gefühlt Copy-Paste. Genau. Und jede dieser Aufgaben, die ihr da gerade seht, bis auf die hier, dafür gab es zwar eine Mission, aber die habe ich dadurch zum Glück übersprungen, weil ich hier gefarmt habe. In jeder Mission hier sind die beiden Sequenzen damit verbunden. Nämlich, hier muss ich den Fallschirm freischalten, dann kann ich den irgendwo hier machen. Den hier... Das ist so beschissen, das sind solche Leute, die stehen da und müssen ihre Arme so verschränkt haben, weil die bewachen einen Eingang. Und die sind sehr speziell programmiert. Ich hatte zwar eine Stelle gefunden, wie mit den Grovian, da waren 4 Stück insgesamt, die genau so gestanden haben. Einmal hat es gezählt, danach nie wieder. Das war irgendwie komisch verbuggt. Und dafür gibt es auch eine spezielle Mission. Das werden wir da, also spätestens dann dort machen. Gut, fangen wir an, Leute. So, wen treffen wir jetzt hier? Buongiorno. Ist dies das Haus von Francesco Colonna? Was? Doch jetzt gehört es der Bank. Wir haben alles verloren. Auch Da Vincis Gemälde? Ein unbedeutender Teil der Sammlung. Ich bin trotzdem an ihnen interessiert. Die Augen, holy! Wir wurden versteigert und an einen Händler aus Firenze verkauft. Er wird jeden Moment vom Hafen aus in See stechen. Grazie mille. Junge, wenn man weiter weg ist, weil es nicht perfekt rendert, Junge, die Augen sind so richtig crazy killer. Nicht von den Jüngern in Robben entdeckt werden. Ey, immer diese Jüngern in Robben, ey, Junge, die gehen mir so auf die Eier. Wenigstens darf ich auf die Dächer jetzt drauf, finally. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Ist das denn weit entfernt? Ich brauche mal kurz Karte. Ja, wir haben kein Zeitlimit, ne? Nee. Aber ich werde trotzdem mit dem Pferd reiten. Mal gucken, was passiert. So, gib ihm. Alter, was schubsen die sich hier? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Noch haben die mich nicht entdeckt. Das ist ja das Lustige. Weiter, 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 weiter. Spring, Junge. Hoffe immer hinzufallen. Du bist ein Parkourmeister. Okay. Oh mein Gott, die sind überall. Lass mich durch, ihr Idioten. Ey, diese Passanten gehen so auf die Eier, weil die jedes Mal dich schubsen. Oder du gegen die läufst sozusagen. Wir hätten nicht auf die Dächer gehen sollen. Ich glaube, ich mache das jetzt lieber. Geh nicht mehr auf die Dächer. Unten ist zu viel los. So kommen wir auch in unser Ziel. Gut. Ach ja, und ich habe natürlich auch die Kämpfe gemacht bei den Söldnern. Alle 5 Stück geschafft. Ist halt nur Wette, so wie beim Würfeln. Nur dort kannst du es halt 100% garantieren, dass du es schaffst. Bei den Würfeln nicht. Die Würfel habe ich auch ausprobiert. Es sind einfach nur wirklich Lackwürfeln, ohne Ende. Da hinten, ich sehe ihn. Gut, pass auf dann. Ist der betrunken? Ziel lokalisiert. Das ist doch der aus dem zweiten Teil. Auditore. Komm wieder zum Hafen, wenn ich nach Roma zurückkehre. Dann zeige ich dir meine Kabine.
Ja, das ist doch der Typ, den wir verprügelt haben. Stadt im schönen Firenze. Wie tief du gesunken bist. Duccio, wir sind keine Kinder mehr. Sieh dich um. Dieses Mal habe ich Hilfe. Nie, aber nur Fettsäcke. Ich warne dich. Wir reden doch nur, oder nicht? Ich sehe, diese Stadt hat Wunder an eurer Schwester bewirkt. In Firenze wollte sie ihre Beine nicht spreizen. Jetzt ist sie die Kupplerin von ganz Roma. Cazzo! Was steht ihr da so rum? Gerechter Schlag. Gebt ihm! Sie wollen auf den ausgebrannten Ruinen. Dann wollen wir mal. Einmal aufs Maul geben. Du kannst Find ich mich gut. schlagen. Aber das heißt nicht, dass die Firenze wieder willkommen heißt. Zack, Junge. Jawohl. Oh, er kann blocken, Junge. Ein bisschen besser geworden, sagst du? Okay, die sind schon weggelaufen. Ah, jetzt will er laufen. Ja, komm her, Junge. Wo willst du hin? Nein, nein, nein. So leicht wird es hier nicht sein. Die ganze Stadt angeheuert, oder was? Mal ein bisschen Lappen. Auch noch die Bettler, die ganzen. Zack, Junge. Easy. Zack, zack. Boah, die Kamera ist gerade ein bisschen arschbacken. Boah, Junge, der muss richtig aushalten. Ich glaube, dafür haben die nicht unterschrieben, weil die hatten easy Kohle. Ach komm, verprügeln wir einen und fertig. Ja, komm, einfach prügeln, Junge. Und jetzt läuft er wieder weg. Gab vor, einer von uns zu sein. Aber für uns wart ihr immer nur Außenseiter. Junge, wieder rennt, ey. Da, oh mein Gott. Das war nicht geplant. Ach du Scheiße. Du kannst dich unendlich blocken, Junge. Ich muss dir einfach nur wieder auf die Fresse hauen. Dann easy. Packt ihn! Was für packt ihn? Alter, das sind die ganzen Leute. Packt ihn. Holy shit. Einmal im Kreis gerannt, hat ja so viel gebracht. Farm noch ein bisschen mehr. Jawohl, schöner Konter. Wir haben ihn gewarnt. Er wollte es selber. Junge, die halten einfach viel aus, ne? Also Nahkampf ist ein bisschen schwächer geworden. Außer wir haben noch diese Stahlfäuste, wie im letzten Teil. Oh, Junge, rechter Haken. Jawohl. Und weg mit dem. Zack, du kannst sie jetzt mal holen. Oh, schön. Okay. Lass den Unsinn. Zack, Junge. Zack, Junge. Bam, Junge. Nochmal nach. Oh, Eier, das hat mir getan. Die drei Da Vinci-Gemälde. Eins ist auf dem Boot. Die anderen wurden an einen Kardinal verkauft. Er zeigt sie hochrangigen Mitgliedern der Kirche. Wie komme ich da rein? Woher soll ich das wissen? Geht, fragt eure Hure von Schwester. Bestimmt hat sie schon mit diesem Kardinal geschlafen. Zack, Junge. Sehr gut. Wenn das Hirn nicht wirkt, hilft man ein bisschen nach. Simpel, ne? Die gute alte Schule, ey. Ah, Junge. Ich hoffe, er ist noch im nächsten Teil auch mit dabei, Junge. Kann man ihm nochmal das dritte Mal auf die Fresse geben. Alter. Klassiker. Solche Personen kennt man. Aber warte mal. Wir könnten dafür sorgen, dass es keinen dritten Teil mehr gibt. Boah, das ist jetzt böse, ne? Junge. So. Auf Wiedersehen, mein Freund. Nimm erstmal den Abkühler, Abduschung. Oder Abkühlung meine ich damit. Und fertig. Wenn du schwimmen kannst, lebe. Wenn nicht, dann nicht. Gut, dann weiter geht's. Wo ist Marco? Er sollte mich hier treffen, nachdem er ein Da Vinci-Gemälde im Vatikano untersucht hat. Stellt euch vor, wenn wir den Tempel öffnen, beginnt die wahre Renaissance. Und die Lehren von Hermes werden jedermann bekannt sein. Wait. Geduld. Wie weit geht das denn jetzt?
Nicht von Jüngern in Rom entdeckt werden. Oh, die ganze Mission? Oh, hell na. Wo ist das Gemälde? Ich muss mal kurz mal scouten gehen. Ey, die 100% sind eklig. Da hinten? Keine Ahnung, wo das ist. Okay, ja, das ist jetzt ein Problem. Da vorne ist eine Kiste. Da hinten ist eine Kiste. Ich gehe jetzt mal von der anderen Seite. Mal gucken, was passiert. Oh, das ist scheiße. So, wo ist hier die Kiste, die wir looten sollen? Können wir hören? Können wir hören? Immer noch nicht? Jetzt können wir hören. Da. Wie zum Teufel soll ich das looten? Das geht doch gar nicht, ohne das, ohne die K.O. zu schlagen. Oder willst du mir sagen, ich soll sie ganz leise ausschalten? Alter, das ist gemein. Er sieht die Hände nicht. Einer weniger. Okay, ich darf nicht entdeckt werden. Junge, wie zum Teufel soll ich die killen, ohne entdeckt zu werden? Warte mal, die gucken nach da vorne. Da vorne, die zwei bewegen sich. Der dritte ist da. Das heißt, wir könnten definitiv den einen hier vorne runterziehen. Den zweiten da hinten runterziehen. Danach... Oh, hell na. Wir brauchen die Doppelklinge, haben die aber nicht. Dann muss ich ja schnell genug töten. Das heißt, einen erschießen mit der Armbrust, den nächsten sofort anspringen und killen, dann ist es nicht entdeckt. Mein Gott, das ist eine Mission, wa? Da waren wir wahrscheinlich zu früh hier. Wir brauchen die doppelte Klinge langsam. Oh, oh, gefährlich. Einmal ein bisschen runtergehen. Nicht, dass er uns entdeckt, der eine da. Weil der muss weg, dann muss der hier hinkommen. Der muss zuerst sterben, dann der auf der anderen Seite. Dann müssen wir hier wieder rauf. Dann den einen mit der Armbrust erschießen. Oder, nee, Messer. Und dann den anderen abstechen. Oder, nee, Double-Schuriken, genau. Das würde gehen. Double-Schuriken geht immer. Komm on, komm on, komm on, schnell, schnell. Ey, Ruhe da unten. Du kannst nicht im Wasser schreien. Der Sound hat einen Lag. Runter mit dir. Runter mit dir, Junge. Runter mit dir. Junge, der will immer hoch, ne? Noch einer weniger. Ziel lokalisiert. Okay, dann warten wir, bis der hier nach da hinten geht. Wir nehmen schon mal die Shurikens. Dann killen wir den und dann die beiden mit Double-Wurf. Dein Ernst? Die haben Rüstung. Das sind Robben, Junge. Ey. Das macht einen richtig wütend, ey. Komm her, ich schlacht euch ab, ey. Irgendwie muss man ja die Wut abbauen. Och man, das war so eine schöne Idee. Also hätte ich doch die Armbrust nehmen sollen. Aber da kann man das doch gar nicht ohne die Klinge schaffen, oder? Weil das Ding ist, du musst hier rangehen. Die stehen ja so. Und dann so zack, die Doppelanimation. Weil ich hatte gedacht, ich mache die mit einem Wurfstern weg. Ja, GG, Dreierrüstung. Junge, das ist dumm. Wieso ist die Mission verfügbar, wenn man noch nicht mal die fucking Doppelklinge hat? Das macht null Sinn. Außer die wollen, dass man jetzt replayt. Aber das werde ich nicht, leck mich. Für so einen kleinen Müll mache ich das nicht, ey. Junge. Da fühle ich mich richtig verarscht, ey. Das war so ein schöner Plan, perfekt ausgeführt, ey. Und die letzten zwei musst du so killen mit dem Wurfstern, ohne die Klinge zu haben. Nö. Ach, ey. Das kotzt an. Naja. Dame mit dem Hermelin, achso. Gut, na gut, dann halt so wie es ist. Hätte ich die Doppelklinge, wäre es easy gewesen. Ich wäre nämlich dann hier hingegangen, zack, abgeknallt, abgeknallt, getötet, hier hingegangen, Doppelkill mit den Klingen, Bild genommen, 100%. Wäre sogar noch leichter. Ach man. Um diese erneut zu spielen, um voller Sinn gesetzt. Ja, leck mich, Junge. Gib mir die Doppelklinge. Wieso hab ich nicht von Anfang an? Gut. Haben wir noch eine Erinnerung freigespielt oder war das die letzte? Fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste war das die letzte, weil, wie wir sehen, haben wir keine mehr. Das heißt, zurück zu Copernicus. Und nach Copernicus, wenn das auch die letzte ist, dann zur Hauptmission. Genau. So, wo ist Teleport? Teleport ist hier unten oder nach oben. Ich glaube, das ist kürzer. Da ist auch die Bank. Kann ich nachgucken, ob schon Geld drin ist? Ach man, okay, also die Armbrust ist stärker vom Damage als der Shuriken. Das ist ja klar. Bis jetzt One-Shot ist es auch die dicken.
Das Lustige ist, manchmal one-shottet der Wurfstein auch die Dicken. Also irgendwie ist mir so ein bisschen... Ja, sehe ich nicht den Sinn dahinter, wann, wie viel was Damage macht. Wisst ihr, wie ich meine? Die einen halten aus, die so einen Kürass tragen. Okay, gut. Aber andererseits dann, die anderen haben noch einen dickeren, halten nicht aus. Hm. Balancing vielleicht? Warte, die Bank. Lass mich durch. So. Yep, Geld ist drin. Wunderschön. So, und Fast Travel. Kopernikus war da unten. Wir müssen zum Kolosseum, glaube ich. Was? Genau. Wobei, ist ein Stück höher. Was ist daneben? Nee. Wo ist das in der Mitte? Da, Forum. Oh, perfekt. Brauche ich sogar. Ah, genau. Hier ist der Standpunkt, wo ich im letzten Part oder vorletzten erwähnt hatte. Ich hatte zwei Aquädukte gekauft oder beschädigte. Und zwar einmal das Ding da oben habe ich gekauft und das hier. Da hatte ich nämlich irgendwie 50.000 ganz grob gesammelt. Und die waren billiger als die meisten. Dann habe ich das amadiert. Und ich glaube da vorne das da auch. Weil das da vorne zählt, glaube ich, für das da hinten. Genau. So, Pferdchen hier hin. Und dann markieren, wo wir hin müssen. Sehr gut. Hi, hi. Apropos, die eine Aufgabe, wenn ihr die davor gesehen habt, die Liste von der Gilde, bei den Söldnern war das, glaube ich. Da stand ja, töte Leute, während du auf dem Pferd bist. Das Lustige ist, das habe ich gemacht mit einem Schwert. Ich habe irgendwie 30 Leute gekillt und ich fragte mich, warum ich nicht fertig war. Das Ding zählt gar nicht. Das ist so verbuggt. Auch Armbrust oder Pistole zählt nicht. Du musst die mit Attentat anspringen. Nur dann zählt das. Das ist so schlecht. Ich weiß nicht, wer das programmiert hat. Alle Briefe sind überbracht. Als ihr fort wart, habe ich wohl die Quelle dieser Angriffe herausgefunden. Den Magister Sacri Palatii. Wer ist das? Ein Dominikaner, vom Papst ernannt, um die Reinheit der römisch-katholischen Lehre zu gewährleisten. Meine Studien haben ihn immer gestört. Und nun, da ich die Templer verärgert habe, schlägt er endgültig zu. Wo finde ich ihn? Die Kardinäle treffen sich meist unweit von hier. Folgt einem von ihnen. Der Magister begrüßt gerne jeden Einzelnen. Vielleicht hört ihr noch schlüssigere Hinweise. Okay, also müssen geduldigen und dann wegsnacken. Während der Verfolgung des Kardinals niemanden töten. Okay, dann wollen wir mal. Wie weit ist das entfernt? Schade, dass es nicht automatisch markiert oder mir die Entfernung gibt. Holy. Genau, also hier oben war das mit den Palastwachen. Die waren genau in dieser kleinen Ecke hier, wo ich die Maus gerade drauf habe, den Zeiger. Und dann musste ich jedes Mal von hier rüber, rüber und das bis ich 25 Mal das geschafft habe, weil da stehen nur 4, nicht 5. Geile Anzahl. Und hier ist Sperrgebiet. Genau hier das Ganze. Alter, wie soll ich da folgen? Also erstmal brauche ich Fast Travel. Also du kannst mir nicht sagen, ich soll jetzt bis nach da hinten reiten. Das dauert ja 10 Jahre. Na gut, Pferdchen. Let's get it. Wenn ich nicht schnell reisen darf oder die Mission kaputt geht, okay gut, dann müssen wir natürlich manuell gehen. Und genau so musste man auf den Balken springen. Wie ihr seht, man springt nicht so weit hoch. Oh, hier ist eine Kiste. Zack, zack. Nochmal, komm, komm, komm. Jump, 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 jump. Wunderschön. So, dann. Junge, wie sollen wir wirklich bis nach da hinten reiten? Holy hell. Na gut, Leute, reiten wir mal. Das ist echt heavy. Das sind 700-600 Meter bis nach da ganz hinten. Ey. Holy. Markieren wir uns das, damit wir nicht daneben reiten. So. Cool wäre gewesen, wenn man sich nicht sozusagen verirrt oder so. So ein bisschen eine Linie oder ein Zeiger gibt es bei manchen Spielen ja. The fuck, der Gullideckel ist so programmiert, dass ich nicht durchkomme. Das würde echt helfen. So muss man halt grob reiten. Geht ja immer noch, wie gesagt. Ich meine nur, wär ein bisschen hilfreich. Und der Weg hier ist beschissen. Hi, hi.
Gut, wir kommen langsam näher. Der Stadtrat bittet alle Anwohner, sich zu vergewissern. Junge, die armen Passanten die ganze Zeit, ey. Die werden so umgeritten jeden Tag, ey. So, wir müssen noch hier durch. Und schon sind wir da. So, steigen wir schon mal ab. Ich sehe da vorne schon die Gruppe. Ich habe Geld nötiger als ihr. Bei der heiligen Jungfrau. Ziel lokalisiert. Oh, shit. Den Kardinal begleiten. Warte mal, ich muss mich unter die mischen. Aber mehr in die Mitte. Zu früh? Ich glaube, ich bin zu früh, oder? Bitte nicht. Ich habe gerade keine Zeit dafür. Junge, lass los. Ich muss los. Ich muss los. Ich wusste nicht, dass er sogar da rausgeht. Ich dachte, ich muss mit da rein. Okay, interessant. Na gut, das macht es natürlich leichter sogar für mich. Hier ist mehr Platz und so weiter. Kein Sperrgebiet, keine Soldaten bis jetzt noch. Mein Gott, die haben echt jeden von diesen, die man gehasst hatte. Wer ist es? So, weg mit dir. Boah, Alter. Voll gewalttätig. Dings hier, alle aus dem ersten Teil, die du gehasst hast, sind sie hier wieder drin, ey. Alter, die Bettlerinnen. Die scheiß Spieler aus dem zweiten Teil. Alter. Aber ich bin froh, dass es nicht die Ver... Pardon, ich wollte nicht respektlos sein. Ja, dann komm nicht näher, Junge. Okay, der geht ziemlich langsam. Ja, dann in aller Ruhe. Na, schmeckt der Apfel? Oh, Triple Bettleranlage wieder. Oh no. Alter, richtig so Einsatzkommando. So. Bin ich froh, dass diese Animation die cancelt, ne? Wirklich. Bin gespannt, wie weit wir gehen müssen. Er hat ja nicht gesagt, zu weit entfernt. Mal gucken. Ja, der hat richtig Paranoia. Triple Musikergruppe. Ja, bei dem haben die auf jeden Fall mehr einprogrammiert, dass er sich umdreht. Nicht nur die ganze Zeit geradeaus geht. Jetzt die Frage natürlich nur, wir können doch nicht hinterhergehen, weil wir nicht wissen, wo er hingeht. Okay, da sind die. Ich höre nichts. Ah, jetzt. Giuliano, gibt es Neues zu Copernico und den anderen? Nichts. Diese Narren. Das Volk mit ihren Theorien zu überfordern. Wir können die Leute jetzt schon kaum im Zaum halten. Meine besten Männer werden sich ihrer annehmen. Ich schätze, sie machen kurzen Prozess. Ich muss sie aufhalten. Beide auf jeden Fall. Oh. Direkt die nächste Mission, leichte Ziele. Die Mörder eliminieren, die der Magister Sakepalati entsandt hat, um die Gelehrten zum Schweigen zu bringen. Alle Mörder eliminieren, die der Magister entsandt hat. Ist sogar optional, the fuck. Okay, let's get it. Endlich kommt die nächste Mission. So. Ich glaube, ich gehe mal aufs Dach. Sonst kann ich von da runter springen und so weiter.
Da ist einer. Ich sehe ihn schon. Yep. Hinterher. Jump, Junge. Jump. Du Ficker. Wunderschön. Hat er irgendwas Gutes bei sich? Ja. Piss dich jetzt, Junge. Mein Gott, ey. Die sind so richtig auf Adrenalin, ey. Oh, Junge, da passiert was. Ich muss unbedingt Stress machen. America. Der hat wahrscheinlich auch die gleiche Polizistenausbildung genossen wie die. 100%. Wunderschön. Weiter geht's. Der Concilio Rionale segnet den Gerber und wünscht ihm viel Glück für die Zukunft. Wir haben nicht mehr so viel Schuss, ey. 11 Stück. Wir bräuchten ein paar noch. So, wieder rauf, natürlich vorher. Dann haben wir den schon vorher im Blick. Dann müssen wir die Pistole nehmen, weil die geht schneller natürlich. Als der die Armbrust auf dem Weg nachladen. Piss dich jetzt, Mann. Junge, die sind so heavy, diese Armbrustschützen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Sehe ihn nicht. Immer noch. Als wenn du bis hier hinkommst, Junge, was hast du... Alter Schwede, die Junge, die haben echt nichts zu tun anscheinend, wenn die schon so aggro sind. Aha, gefunden. Wunderschön. Das nächste Ziel ist lokalisiert. Oder, nee, lokalisieren. Wirst du nicht, wenn du gut bist. Wobei, ist auch keine richtige Wahrheit, ne? Manche Leute wollen ja sogar solche. So, wir müssen runter. Wunderschön. Was suchst du denn da auf dem Boden, ey, mit deiner Lampe? So, dann müssen wir noch einen Steckbrief wegmachen, damit wir komplett leer sind. Damit niemand noch hinzu. Okay, dann. Ich sehe ihn schon. Da oben ist er. Wir müssen hoch. Weil sonst entwischt er uns. Also, einmal hier an der Seite hoch. Okay, wie kommen wir jetzt am besten darüber? Das ist geil, wenn man ihn lokalisiert. Wunderschön. Dann rennt er los. Junge, der hält die Armbrust so, als wenn das ein Sturmgewehr wäre. Wie geil ist das denn? Ey, das wird so geil, wenn wir ein Upgrade hätten für mehr Schüsse auf einmal. So bis zu 3 oder so. Das wäre heavy. Dann wäre das echt schon so ein bisschen wie ein Sturmgewehr zu der Zeit, ey. Zack, 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 zack. Nachladen. Okay, wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Muss irgendwo eine Wache sein. Das ist er nicht. Auch nicht. Irgendwo auf der Seite? Nein. Ich springe rüber. Oh, Junge, gerade so gegriffen. Das sind 6 Ziele. Junge, Junge, hat er viel in Sand. Wo ist er? Wo ist der? Der wird uns im Weg sein, deswegen schon vorher killen, weil er ist nervig. Wo wartest du, mein Freund? Gefunden. Oh, Double. Kann ich ihn mit dem Wurfstern killen? Ich glaube ja, warte. Was war das denn? Junge. Nice one. Schnell weg. So, letztes Ziel. Los, los, spring, spring, spring. Oh, das sind die ekligsten Ecken, ne? Diese Erhöhungen an den Treppen. Die sind so schwer runterzugehen, weil die so komische Ecken programmiert haben. Der jumpt lieber 10-mal drauf rum, bevor er da runter geht. Und an anderen Ecken will er nicht mal rauf oder fällt instant runter. Hä, wie alle Mörder? Junge, hab ich doch. The fuck?
Das waren auch zwei von... ich verstehe das gerade nicht, was er damit meint. War da noch ein Versteckter? Alle Mörder eliminieren, die der Magister entsandt hat. Das verstehe ich jetzt nicht, warum das fehlgeschlagen ist. Habe ich jetzt Bug bekommen, weil sozusagen die, wenn die aggro werden, auch als Killer zählen? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ist mir jetzt auch wiederum egal, ganz ehrlich. Diese 100%, ich muss nochmal googeln, was die wirklich bringen, wenn ich volle Synchronisation habe. Aber das Ding ist, ich denke mir so, du kriegst die ja erst am Ende, die 100%. Und dann kommt die Belohnung. Du hast aber das Spiel dann ja schon eh durch. Das ist egal, was für eine Belohnung das ist, ist es wahrscheinlich eh nur mehr so ein für Sammlerwert und nicht wirklich für Nutzen. Wie zum Beispiel jetzt gerade diese Gildendinger kriegt man ja Belohnung Waffen. So, das kann man ja gut nutzen. Während des Spiels noch die ganze Zeit, auch früh genug. Deswegen sage ich ja immer, solche Belohnungen sind irgendwie ein bisschen mehr indirekt. Für einmalig oder für eine Trophäe, falls man so ein Sammlerspieler ist, ja. Aber ansonsten ist es eigentlich fucking useless. So, jetzt müssen wir wieder dahin. Okay, Teleport. Gut, da vorne können wir was abreißen. Den Bau einer Piazza zugunsten aller Römer angeordnet. Häuser, die derzeit. So, bei der Bank habe ich wahrscheinlich noch nichts, aber wir können ja noch vorbeichecken. So, mein Freund, hast du was? Hey, du hast sogar was. Gut, wenn wir noch einmal die bekommen, können wir sogar wieder ein Aquädukt reparieren, wenn es bei 20.000, 30.000 ist. Der hatte gerade voll den Kingpin-Stab. Irgendwie geil. Okay, wir müssen wieder die... Ah, wie hieß das nochmal? Forum irgendwas, ne? Forum... Da. Genau. So, hoffen wir mal, dass jetzt gleich die Mission kommt mit dem Kardinal selber töten. Die Markierung bleibt ja jedes Mal. Das ist voll nervig. Jedes Mal Tab rein, Tab rein. Es wäre echt, wie gesagt, gut, wenn man näher kommt oder die Mission erreicht, dass es dann sozusagen automatisch weggeht. Und, genau. Wenn du es nicht haben willst, Einstellungen einstellen, Zeiger oder Markierung für immer lassen, bis du es selber entfernst. Runter, Junge. Okay, er will nicht, er will nicht. Wie ich davor erzählt habe, habt ihr es gerade gesehen. Wirklich, der will nicht runter. Der snappt sich darauf, aber nicht runter. Außer du bist genau 90 Grad, dann ja. Ihr hattet recht. Der Magister will euch töten lassen. Diese Schikanen werden meine Forschungen nicht stören. Heute ist eine Eklipse. Und ich habe vor, sie zu dokumentieren. Aber er will euren Kopf. Lieber erleuchtet sterben, als in Unwissenheit zu leben. Er wird noch vor euch sein Ende finden. Ende des Buchs, okay. Den Magister mit der versteckten Klinge eliminieren. Nice, schön close. Gut. Ist er weit entfernt? Wissen wir nicht. Nehmen wir Pferdchen mit. So, wie weit müssen wir reiten? Das ist jetzt die Frage. Rüber, rüber Pferd. Junge, ich lenke nach rechts das Pferd so. Nein, 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 nach links. Ich hasse automatische Steuerung, ne? Lass mich doch wie ein Dulli gegen die Wand reiten, geradeaus die ganze Zeit, so wie jetzt gerade als Beispiel. Aber dann weiß ich selber Bescheid, statt es automatisch nach links oder rechts drückt. Nice, good job. Ah, wir sind schon da. Okay, ab nach oben. Er bewegt sich. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ihr nennt euch Römer? Ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben. Schnell, schnell. Da können wir richtig geil runterjumpen. Und dann ist er weg. Da ist eine Flagge. So, die Flagge wollte ich noch nehmen. Und dann... 3, 2, 1. Ne, schaffe ich nicht. Beschissene Ecke. So, jetzt schaffen wir es. Ich muss dazu nichts sagen, oder?
Ey, wirklich. Stützt sich den Kopf. Nee, will nicht mehr. Die Wahrheit zu verleugnen, macht sie nicht unwahr. Menschen sind faul. Sie glauben an das, was sie glauben sollen. Meine besten Männer suchen nach Kopernikus. Ihr kommt zu spät. Tja. Requiescat in pace. Einer weniger. Hoffen wir, dass wir ihn noch retten können. Ansonsten räumen wir halt die Reste dann noch auf. Oi. Junge, ich will looten. Und dann kommt so ein Müll. Sind die gefühlt gespawnt oder waren die so schnell da? Shit, sind die schnell. The fuck? Egal, so geht's auch. Wir waren einfach weit genug weg. So, wo lang hier? Oh, das ist ein schwules Gebäude. Hier geht's ja nirgendwo weiter. Außer auf das Seil da. Na, Gott sei Dank. Die Animation ist die widerlichste. Ich weiß nicht, warum die programmiert haben. Wieso rutscht er aus bei einer Entfernung, die weniger ist als sein Maximalsprung? Das ist wirklich unverständlich. Sehr gut. Er hat ein Leben weniger, aber dafür hält er weniger oder nicht so viel aus wie die anderen. Komisch. Boah, Junge, die Animation gerade. Es gibt auch einen Mod mit Parkour, wo er wahrscheinlich manuell diese Animationen, die besten, eingestellt hat. Der hat sogar so eine seltene Animation, wie wenn man typisch über einen Tisch oder einen Zaun springt. Diese Parkour-Animation in jedem Spiel, die es gibt oder Film. Die hat er da reingemacht. Den würde ich eigentlich auch gerne ausprobieren, aber ich wollte natürlich erstmal natürlich lassen, alles an dem Spiel und nicht verändern. Plus ich wusste nicht, ob er 100% funktioniert, weil man weiß ja nie bei neuen Mods und so, ne? Ob da man noch mehr einstellen muss und so weiter. Deswegen wollte ich lieber erstmal so lassen, wie es ist. Aber bestimmt ist das ein sehr guter Mod für Leute, die es einfach privat spielen wollen und ausprobieren, weil... Stellt euch mal vor, man hätte nur die besten Animationen, wie flüssig das sein würde. Alter. Er muss getötet werden. Ja, Junge, ich beeil mich doch schon. Hätte ich Pferd nehmen sollen oder was? Okay. Feuer. Du bleibst da stehen. Einer, zwei, drei. Junge, ich sag ja, ich habe eine Glock hier, ey. Kommt näher, Junge, ich baller alle nieder. Ihr habt Glück, dass ich keine Shotgun hab. Da ist ein päpstlicher Papst, Junge. Wache des Papstes. Ist die Welt nicht wundervoll? Ja, na klar, mit der 1911. Seid nicht so emotional. Ihr werdet merken, dass alles einen Sinn ergibt. Er wird noch sterben, 100%. Cesare hält sich für den Mittelpunkt von allem. Doch kreist er nur in der Peripherie, so wie wir alle. Wusstet ihr, dass vermutlich die Sonne der Mittelpunkt des Universums ist, nicht die Erde? Ich sehe die Bewegungen von Mond und Sternen und kann doch nur beobachten. Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Dieses Zeitalter der Vernunft ist nur der Anfang eines Endes, das ich nie sehen werde. Eines Tages werden wir die Welt beeinflussen können. Mit der Kraft des menschlichen Willens das Licht nutzbar machen und vielleicht gen Himmel reisen. Aber ich greife mir selbst voraus. Zuerst müssen wir die Sonne im Mittelpunkt sehen. Für mich klingt glaubhaft, was ihr sagt. Ihr solltet mir nicht einfach glauben. Nicht, bis ich es beweisen kann. Bald. Gute Nacht, Ezio. Und hab Dank. Alles klar. Dann hoffen wir, dass es das Ende war, aber der Kardinal ist auch noch da. Der eine, der im Roten. So, genau, der Magister ist tot, aber der Kardinal noch nicht. Das heißt, der fehlt ja noch, sonst würde er weitermachen. Also, wahrscheinlich noch eine Mission? Nee? Oder erstmal Stopp, oder wir haben es wirklich geschafft. Na gut. So Leute, dann würde ich sagen, ist auch ein guter Stopp hier und im nächsten Teil, weil wir jetzt ja alles geschafft haben von den Dingen bis auf die wiederhergestellten Erinnerungen. Stimmt, da ist eine wieder. Lol. Wo ist die denn? Die ist... Bin ich blind?
Ja, wahrscheinlich, ne? Versteckte Erinnerung. Da ganz hinten. Ah. Bei dem Bordell. Ja gut, dann machen wir natürlich weiter mit den wiederhergestellten Erinnerungen im nächsten Teil. Aber ich glaube, das sind nicht mehr so viele, weil wir haben jetzt schon, glaube ich, 3 oder 4 Bilder. Also fehlen nur noch 2 oder 1. Und das schaffen wir auf jeden Fall im nächsten Teil. Und dann geht's weiter mit der Hauptstory. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.